Ihrer Mama Lilly mussten die Juniorenweltmeister James und Toni Kraft eines versprechen. Sie werden nie einen Kampf gegeneinander austragen. Maximal in der Vorbereitung stehen sie sich im Sparring gegenüber, mit kalkuliertem Einsatz. Mama beobachtet schließlich ihre Jungs. Wenn Mama spricht, dann so wird auch das Wort umgesetzt. Also wir haben wirklich locker gemacht. Sie hat gesagt, locker bitte. Locker wurde auch im Ring erst dann umgesetzt. Das ist der Bruder und da ist man natürlich erstmal ganz locker. Und egal was auf dieser Welt, ist nicht so wertvoll wie die Familie und der Bruder. Und deshalb darf man dann mal einen Gang runterschalten. Weitaus schwerer wird es für den 23-jährigen Toni Kraft am 5. November. Dann trifft der WBC-Juniorenweltmeister auf den gleichalten Abdallah Patsivapatsi. Der Knockout-Spezialist aus Tansania hat 13 seiner 14 Siege durch K.O. errungen. Ein Boxer aus Afrika, davon weiß man natürlich in Deutschland sehr wenig, das ist ganz klar. Aber es ist so, dass er ein bisschen kleiner ist als ich. Ich denke mal, er wird nach vorne gehen aufgrund seiner guten K.O.-Bilanz. Er steht auch in der Weltrangliste ganz weit vorne, unter Top 70, 10 Plätze vor Toni. Und damit zeigt er, dass wir wirklich ein risikoreicher Boxstall sind, dass wir auch gute Gegner holen. Etwas fürs Auge verspricht der zweite Titelkampf in Petcos Fight Night. WBO-Mittelgewichtsweltmeisterin Christina Hammer bestreitet einen Titelvereinigungskampf gegen die WBC-Championess Kelly Rice aus den USA. Wir wollen alle Titel holen, Christina genauso, die brennt, die will zeigen, dass sie nicht nur die hübscheste Boxerin ist, sondern auch die beste. Und sie stellt sie wirklich gegen jede. Die ist bereit, gegen jede zu boxen. Neu ist der Partner für den bayerischen Boxstall, die Bundeswehr. Am 5. November kämpfen alle auf einer Ringmatte in Camouflage-Optik. Man muss hier einfach zielstrebig sein, diszipliniert, Respekt vor anderen Menschen haben. Und da denke ich, dass die Bundeswehr ganz gut passt. Und wir freuen uns, hier ein Partner sein zu dürfen. Als Quotenbringer kann sich der Auftritt des türkischen Supermittelgewichtlers Avni Yildirim erweisen. Immerhin Nummer 4 der Weltrangliste. In seiner Heimat ist der internationale Meister des WBC ein Volksheld und könnte erster Profi-Weltmeister der Türkei werden. In einem Ausscheidungsduell gegen die Nummer 7, Schiller Hypolit aus Kanada, geht es um die Chance auf einen WM-Titelkampf. Natürlich sind viele türkische Fans auch dabei, die auch sogar aus der Türkei anreisen. Und mit Avni, das ist ein Weltklasse-Typ, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe in Sparring mit meinen Jungs, wie er da vorgeht, was er macht. Und das ist schon wirklich eine Riesenbereicherung für diese Gala, einen Gastboxer zu haben, der auf dem Niveau boxt. In 11 Profikämpfen kommen auch der Junioren-Champion James Kraft aus Waldkraiburg, der deutsche Meister Hovig Bebraham aus München und Europameister Vartan Avetisian aus München zum Einsatz. Das Duell der Kraftbrüder gab es nur exklusiv im Training. Natürlich wissen wir die Stärken und die Schwächen des Bruders. Und daher machen wir das halt so locker wirklich, dass der andere nicht den anderen verletzt. Also es war so, dass ich dreimal weg gewesen bin. Ich weiß vom Sparen nichts mehr und weiß überhaupt James Kraft. Die Boxer aus Bayern sind bereit für die nächsten Kämpfe. Nach sichtbar harter Vorbereitung.